bin Jonas Landolt, ich bin Geschäftsführer des Vereins Natur im Siedlungsraum, wo wir verschiedene Aufwertungen machen im Siedlungsraum für die Natur und speziell auch für die Wildbienen. Und das ist da hinter uns, haben wir ein Wildbienenparadies geschaffen, wo wir verschiedene Arten fördern. Wildbienen haben für uns Menschen sehr eine wichtige Funktion als Bestäuber. Also sie bestäuben Blütenpflanzen bestäuben und vor allem auch Obst bestäuben. Also da haben wir einen sehr direkten Nutzen davon. Und es wird eigentlich, je länger, desto mehr klar, dass die Wildbienen einen viel grösseren Anteil an der Bestäubung haben. Für ihn ist vor allem die Honigbienen auch oft fast ein bisschen überbewertet worden. Man hat das Gefühl, es ist ein Grossteil, der die Honigbienen macht, aber es ist eben auch ein wichtiger Anteil, den die Wildbienen leisten an der Bestäubung. Also ein grosses Problem ist es, dass in unserer Landschaft auch extrem aufgeräumt ist und dass auch in den Gärten aufgeräumt wird. Es muss immer alles schön gepützelt sein. Und es würde den Wildbienen aber auch anderer Art extrem helfen, wenn man einfach kleine Strukturen lässt oder eben auch anlegt, wenn man Holzhäufe macht, wenn man mal ein paar Steinmühlen hat, wenn man ein paar Blumen im Garten hat oder auch schon auf dem Balkon, das hilft ihnen sehr. Aktiv kann man die Wildbienen mit vielen verschiedenen Massnahmen unterstützen. Man kann anfangen mit ein paar einzelnen Pflanzen, ein paar einzelnen Blüten auf dem Balkon mit einheimischen Stauden. Weiter zur Anlage von Kleinstrukturen. Man kann Steinmühle anlegen, man kann auch ein kleines Häuschen für die Wildbienen. Auch das hilft einigen Arten. Man kann offene Bodenstellen schaffen. Das ist nämlich etwa die Hälfte aller Wildbienenarten nistet im Boden. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, um sie zu unterstützen. Schlussendlich ist die gleiche Familie. Also sind die Honigbiene ist auch eine Biene, wie die Wildbienen auch. Aber sie wird von uns genutzt. Also sie ist eine Nutzart in dem Sinn. Es gibt aber auch noch weitere Unterschiede. Also die Honigbiene ist ja bekannt, die hat ein Volk, das Bienenvolk. Die Honigbiene macht Honig und das machen die Wildbienen nicht. Und die Honigbiene ist relativ aggressiv, verteidigt sie ihr Volk, ihren Stock, und das machen die Wildbienen auch nicht. Also, bis man von einer Wildbiene gestochen wird, braucht es sehr viel, da muss man sie in der Hand haben.